So, hallo, willkommen zu dieser Verkostung hier. Hier habe ich ein Müller-Milch-Sponsoring bekommen. Ja, vielen Dank dafür. Also, ich habe von jemandem hier das hier alles bekommen aus einem Weihnachtsbeutel und habe dafür nur 1 Euro bezahlt. Also für alles insgesamt. Deswegen gibt es jetzt ein Verkostungsvideo. Hier haben wir hier verschiedene Joghurts, verschiedenste Art und Käse, Kekse von Sachsenmilch, sozusagen hier noch Milchreis, Erdbeershake, Milch und normale Landliebe-Milch, welche natürlich auch von Müllermilch Leppersdorf ist, SN016 Sachsen. Ja, und ich fange einfach mal an mit diesen beiden hier, um zu sehen, was da der Unterschied sein soll. Ja, komisch, irgendwie gar kein Unterschied. Also bis jetzt ist das alles komplett gleich. Ja, auch was hier aufgedruckt ist, also ich sehe gar keinen Unterschied. Also wer weiß Bescheid, wozu ist das hier ein Unterschied? So, naja, ich kann hier keinen Unterschied erkennen. Das ist hier 3. Januar Mindesthaltbarkeitsdatum, das ist 5. Januar. Sieht man noch, dass es eben 2 Tage weniger weit ist. Und das ist hier schon alles in der 3. Stufe. Okay, das scheint wirklich dasselbe zu sein. Ja, Ich würde sagen, das ist dasselbe, aber irgendwie gibt es hier eine andere IAN-Nummer. Schmeckt gut, aber hätte vielleicht eine Woche eher noch besser geschmeckt, vielleicht. Okay, also im Inneren sieht der rechts der Käse jetzt so aus. So, heute teste ich jetzt mal hier diese drei Dinge hier. Joghurt mit der Ecke, Typ Germknödel. Creamy Crunch mit Salz, Karamell. Und hier geht's erstmal los mit der Landliebe 3,8% Milch. So. Huch. Naja, erstmal ein bisschen eingießen hier. So. Ja, eine sehr gute Milch, ganz normal halt, mit höherem Fettanteil. Schmeckt auch genauso. So, jetzt kostet es jetzt erstmal so einfach mal hier einzeln. Schmeckt irgendwie nach Knödel. Sehr fruchtig. Pflaume. Ob ich es wagen soll, das rumzuknicken? Ich weiß es nicht. Naja, ich kratze das dann mal aus. Einfach jetzt mal kurz zum Testen. So hier. Ja, jetzt hat man den deutlichen Geschmack nach diesen Knödeln. So, weiter geht's. Das ist ja auch wie so ein Joghurt mit der Ecke. Also zum Knicken. Schnell mal ein bisschen hier rumgerührt. Und dann mal gekostet. Oh, der Joghurt ist schon ziemlich süß und das Zeug darüber, darauf die Perlen noch mehr. So, das war ja wirklich sehr karamellartig süß, dann, wenn man länger drauf rumkaut. Und es geht weiter an einem anderen Tag. So, ganz kurz, kleiner Zusatzartikel Y-Food. Ich habe zwar gesagt, ich mache das nicht mehr, weil es zu teuer ist, aber jetzt habe ich es einmal da im Angebot gehabt und schiebe es hier einfach mal mit rein. Ja, extra Videos mache ich von den ganzen Sorten nicht, aber mal was mit reinschieben. Hier dazwischen so. Warum nicht? Das ist hier die Sorte Fresh Berry und das geht los. Ja, schmeckt schon recht nahrhaft. So, jetzt heute geht es weiter hier mit Kali Kugelblitz 400 Einhorn Traum. Dann hier High Protein Milchreis und diese Kekse. Ja, das ist so ein weiteres Knick-Joghurt-Produkt. Rein damit. Rot und gelbe Sterne und los geht's.
Ja, also es könnte eigentlich auch einfach nur ein weiterer Joghurt mit der Ecke theoretisch sein. Genauso schmeckt es nämlich. Na gut. Der Milchreis ist dran. Mit Protein. Ich habe sowas noch nie gegessen. Schmeckt eher wie Joghurt. Naja. Schoko-Banane-Geschmack. Eiweißbombe. Ja, irgendwie komisch. Bin da nicht so der Fan davon. Aber ganz normaler Milchreis, so von Mama gekocht, das schmeckt am besten. Macht man das warm? Oder isst man das jetzt so kalt? Ich esse es einfach mal so. Ja, hier unten ist halt noch Schokolade bei. So, jetzt noch hier die Sachsenmilchkekse. So, komm her. Ja, ganz normale Kekse halt. Ein bisschen wie Butterkekse. Jo, hier sieht man's. Und morgen geht's dann weiter. So, heute geht's noch mit diesen Artikeln hier weiter. Dem Müllermilch Erdbeer-Shake und hier dem unser Familienglück, diesem Joghurt. Und jetzt brechen wir mal alle hier kurz durch. Und dann würde ich heute einfach mal hier den Erdbeer-Joghurt und den Erdbeershake nehmen. So, ich habe es gerade durchgeschüttelt und oh, also habe ich noch nie getrunken sowas. Nur normale Erdbeermilch, aber gelost. Ja, ist halt mehr fruchtig und mehr dickflüssiger. Ja, schmeckt schon cool, aber ist persönlich jetzt nicht so mein Ding. Also ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, mir sowas zu kaufen. So, alles eingeschenkt. Ich habe Durst. Und jetzt hier mal von dem Erdbeerjoghurt. Da ist der Erdbeergeschmack nochmal anders in einem Joghurt als in so einer Milch. So, 115 Gramm sind diese Becher. War lecker. Und dann geht's morgen bloß noch weiter damit. So, jetzt noch hier diese drei Joghurts und dann bin ich wahrscheinlich fertig. Erstmal Banane und dann vergleiche ich mal Aprikose und Pfirsich. So, geht mal los. Das schmeckt natürlich so richtig auch stark nach Banane auf jeden Fall. So, geht direkt weiter mit Aprikose. Ja, auf jeden Fall weniger intensiv, finde ich. Ich mache gleich mal Pfirsich. Werde ich jetzt nicht schlau draus. Aprikose. Pfirsich. Aprikose. Pfirsich. Ich verstehe jetzt gar nichts mehr. Das schmeckt für mich jetzt alles nur noch gleich. Na gut, ganz normaler Joghurt halt. Gut, das war's mit dem Video. Dann tschüss und bis bald.